Leute, willkommen hier zurück zu Let's Play EIP 9.1 oder 0. Ja. Und zwar hat mir irgendjemand auch ein paar Vorschläge per Kommentar gesendet, habe aber auch welche per Skype bekommen. Und zwar werde ich das kurz nachsehen, weil ich das nicht mehr weiß. Dazu gehen wir schnell in den Videomanager. Nicht wundern, dass das Internet gerade so langsam ist. Es wird irgendwo was gedownloadet von uns beim WLAN. Ich lasse das da mal laufen. Ja, ich glaube, es war was mit einer Burg dabei oder auch einer LKW-Werkstatt. Auf jeden Fall werde ich einen Teil davon umsetzen. Ich habe von einem Kommentar drei Vorschläge bekommen. Und was ich davon umsetzen kann und werde, werden wir jetzt sehen. Ich weiß gerade noch nicht, welche das nochmal waren. So, hier. Bau doch eine kleine Dorffeuerwehr oder einen schönen Berg mit einem Schloss darauf. Oder eine LKW-Spedition. Ja, was davon kann ich umsetzen? Die LKW-Spedition ist auf jeden Fall eine gute Idee. Halt, hier bleiben. Die LKW-Spedition ist auf jeden Fall eine gute Idee. Nur habe ich von Coil 1 die Gebäude noch nicht, die hole ich mir erst im Shop, die Firmengebäude, und dann werden wir Speditionsgebäude und dann werden wir damit loslegen. Ein anderer Tipp war, bau doch eine kleine Dorffeuerwehr von dir. Das wäre, glaube ich, möglich, aber ich weiß jetzt nicht, ob da was da ist, da werde ich jetzt gleich schauen. Und schönen Berg mit Schloss, ich weiß nicht, ob ein Schloss vorhanden ist. So, das Ganze werden wir jetzt prüfen. Ich schaue einfach mal unter, ob was von Feuerwehr da ist. Da ist schon mal ein Turm. Hafen, Feuerwehr. Gut, es sind jetzt nicht gerade schöne Gebäude hier. Also an den Fahrzeugen soll es nicht scheitern. Das ist ein nächstes Problem. Aber scheinbar sind keine Gebäude noch vorhanden. Darum werde ich erst welche kaufen müssen. Ausstattung, Verwaltung, Besetzung, Camping, Gärten, Werbung, Zubehör. In diesem Video gibt es ja wieder Musik im Hintergrund. Darum muss ich ja nicht so viel reden jetzt. Tisch ist recht schön. Ja, ich lasse einfach mal das hier. Ich kann ja gleich mal hier schon positionieren für später. Ich könnte natürlich auch ein kleines bauen, also Baumbetriebswerk. Das wäre auch möglich, ihr könnt mir ja mal sagen über Skype oder in den Kommentar schreiben, ob das was wäre. Ob es die Mauer jetzt hier bringt. Nein, nicht wirklich. Ja, wie wäre es mit so einer Fahne hier?
so Vorkartenautomaten. Da ist scheinbar nichts Gebrauchbares im Moment vorhanden. Ja. Warte mal schnell, ich schau mal, ob da was im Trend ist und wir hören uns gleich wieder. So Leute, also daran soll es nicht scheitern. Autos gibt es hier wesentlich und genug. Ohne Ende. Das ist jetzt EP6 hier. Aber die Feuerwehr werde ich wahrscheinlich nehmen. Die ist da recht gut und passend dafür, wie ich jetzt auf dem kleinen Bild gesehen habe. Ja, also für so eine kleine Dorffeuerwehr reicht das. Auf jeden Fall. Die werde ich die nächste Zeit mal mitbringen für uns und dann damit loslegen. So, dann zurück zur EP und zum Schluss. Ich glaube, da gibt es sogar eine extra Kategorie. Ich schaue jetzt einfach mal durch. Wintermodelle, Industrie, Fabriken. Da wird keins sein, aber okay, scheinbar ist das hier eine Feuerwehr, oder? Ne. Okay, hat so ausgesehen wie eine Feuerwehr, leider nein. Tja. Es sei denn, sagt mir einfach mal, vielleicht gefallen euch ja diese Gebäude auch für eine Hafenfeuerwehr. Ich weiß ja jetzt nicht, mir gefallen sie jetzt nicht so besonders, aber ihr könnt mir das mal in die Kommentare schreiben. Lagerhalle. Oh. Was stelle ich jetzt mal auf hier hinten? So. Industrie. Also viel dazu. Okay, hier gibt es scheinbar nichts. Wohnhäuser, Freizeit. Gibt es auch nichts. Land. Sehenswürdigkeiten, Burgen und Schloss. Okay, Schloss hat er glaube ich geschrieben. Okay, hier wäre ein Schloss. Das wäre eine Idee wert. Und ja, werde ich jetzt auch mal umsetzen. Dann fangen wir mal nach 9 Minuten das Bauen an. So. Ja, ab in den Geländeeditor und danke für den Tipp. Ich werde die anderen Tipps auch umsetzen, wenn es geht. Bitte, wenn euch noch Tipps einfallen, immer her damit. Wie gesagt, momentan bin ich nicht wirklich ideenreich. Ich werde jetzt dann mit dem Dorf weitermachen. Da bekomme ich noch neue Modelle von einem Kumpel. Ja. Mal sehen, wie das hier wird. Das mache ich hier schön groß hinten und später glatt.
mal sehen, was man hier da nach oben dann für eine Straße machen kann oder so. Glaube ich, kann man das schon schön langsam gelten lassen. Dann machen wir das Ganze mal größer. So. Und dann nehmen wir mal den Regentropfen und ich besse dann mal ein bisschen. Mal sehen, was so draus wird. Ich habe mir gestern auch wieder ein neues Spiel gegönnt, und zwar diesmal World of Subverts U7 Berlin. Ein recht schönes Spiel, ein bisschen ein paar Bugs zu viel mit dem Desktop und so, weil es manchmal beim Laden immer am Desktop wechselt. Aber okay, kann man jetzt verkraften. Die Grafik ist auch nicht schlecht, das Spielverhalten gefällt mir gut. Also ich könnte mich jetzt nicht beschweren drüber. Aber gerade sind wir ja bei EEP. So, jetzt nehme ich einfach mal den hier. Ich muss ja das dann irgendwo draufstellen können. Das frisst jetzt zwar Zeit, aber wenn man was Schönes hinbekommen will, dann frisst das halt mal ein bisschen Zeit. Weil das ist ja geschrieben mit einem schönen Berg und schönes Schloss. Nicht hässlich. Wird das schon schön langsam? Mal sehen, wie sieht es denn von unten aus? Schon mal nicht schlecht. Das war jetzt ein bisschen groß, aber okay. Ich höre heute auch nebenbei Radio, das hört ihr nicht, weil das am Headset ist. Darum sage ich auch nicht so viel, falls jemand interessiert. Darum füge ich euch jetzt auch wieder Musik ein, dass euch nicht zu langweilig wird. Und wenn euch die Musik nicht gefällt, entweder sendet mir einen Tipp mit legaler YouTube verwendbarer Musik, die was dann euch gefällt, oder ihr dreht euch eure eigene Musik auf und schaltet mich auf stumm, das müsst ihr wissen. Versteht man mich zwar nicht mehr so ganz, aber tja, halt dann Pech gehabt, ne? So, ich versuche das mal einzusetzen.
so schön ist jetzt der Berg hier noch geworden, aber es geht. Hab schon hässlichere Berge geschafft. Also mal als Witz am Rande. Ja, dieses Video hat scheinbar wieder mal Überlänge. Wir sind jetzt bei 15 Minuten. Und ich werde heute auch das wieder länger lassen, aber heute auch noch mehrere Pots aufnehmen. So, ich finde mir das schon recht gut. Auf der anderen Seite sehen, wie es so passt. Ja, kann man lassen. So, kann sich das Teil hier auch bewegen. Scheinbar einen Kontaktpunkt. Okay. Ins Feuer? Nein, will ich nicht. Achse, Rotor, Aktion. Brauche ich auch mal ein Auto. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier funktionieren soll. Nehmen wir mal einen Menschen hier. Okay, ne, wie das jetzt funktioniert, kann ich nicht sagen. Werden wir dementsprechend dann auch irgendwann sehen. So geht es natürlich auch. Aber nicht so. PKWs. Ist nicht schön. Nee, ich will nicht die Bäume da drüben, sondern diesen komischen Skifahrer hier. So. So sieht das Ganze dann übrigens später hier mal aus. Das, wie gesagt, hier links ist noch nicht fertig und her. Da wird sich noch was ändern. Ja. So, wie es weitergeht im nächsten Part, bis dahin sage ich Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal. Ich bitte um neue Vorschläge. Das hier ist noch nicht fertig. Und dann, wie gesagt, Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal.